Genau, im Kochbuch ist im Prinzip das gleiche. Mal gucken, wo das denn hier ist. 21. Also los mit Schmieden. Wir wollen jetzt Malzknödel machen. Da kommen 7 Sachen rein. Malzmehl. Eier. Die Eier sind vom Rewe, ganz normale Rewe-Eier. Aber dafür XL-Eier. XL, genau. Dann kommt ein bisschen Öl rein, ich tue Olivenöl rein. Das ist von auch ganz normalem Netto-Markt hier. Salz, Pfeffer, Petersilie vom Markt und Wasser kommt rein, genau. Also, wie machen wir das? Wir nehmen einfach mal 2 Eier und an Kaschrut halten wir uns jetzt in dem Sinne, dass wir milchige und fleischige Speisen trennen. Gut, aber wir essen auch kein Schweinefleisch, kein Pferdefleisch, kein Eselsfleisch, kein Hasenfleisch, keine Meeresfrüchte. Genau, also die Fleischsorten, die zu Koscher gehören, die essen wir. Was sind eigentlich Meeresfrüchte? Meeresfrüchte sind Tintenfische, Schnecken. Ach so, aber das sind Muscheln. Keine Früchte. Das nennt sich Meeresfrüchte. Koscher, oder eigentlich ursprünglich auf Hebräisch Kasher ausgesprochen, bedeutet nicht mehr als rein. Also Parve ist eine Untermenge von Koscher. Die ursprünglichen Regeln sind schon in Tanach, beziehungsweise in der Bibel, in dem, was Christen Altes Testament nennen, gegeben. Und dazu sind verschiedene detaillierte Erklärungen gekommen. Aber es kommt einem im Prinzip darauf an, ob man erstens reine oder unreine Tiere isst. Also man darf nur bestimmte Arten von Tieren essen. Die Regel ist an sich nicht besonders schwer. Das müssen Wiederkäuer sein und die müssen gespaltene Hufe haben. Also Ziegen, Schafe, Rinder gehören dazu. Schweine, weil Schweine keine Wiederkäuer sind, gehören nicht dazu. Tiere, die selbst Fleischesser sind, gehören auch nicht dazu. Wenn ich mir das mal überlege, ist die so eine Leitlinie, dass man nur Pflanzenfresser ist. Man kann das auch so betrachten, dass es eigentlich die Küche bereichert. Und man kann wirklich schöne Kreationen machen, die eigentlich das Menü bereichern. Pesach ist im Prinzip die zentrale Geschichte aus der Tora. Kann ich es auch erzählen? Ja, du kannst es auch erzählen. Also dann gib mir das und du erzählst. Wir feiern Pesach, weil wir es geschafft haben, also wir waren Sklaven und wir feiern das Fest, dass wir nicht mehr Sklaven sind und dass wir tun können, was wir wollen. Und dass wir aus Ägypten rausgekommen sind. Und wer hat uns da rausgeführt? Gott. Und Mose. Also im Prinzip, so wie Jael auch sagte, man erzählt die Geschichte von dem Auszug aus Ägypten. Die Juden waren in Ägypten versklavt und Mose und Aaron haben sie aus Ägypten rausgeführt. Und das, also ich finde immer, ich finde immer einfach spannend oder interessant an dieser Geschichte die Tatsache, dass man sie erzählen muss, als wäre man alleine oder als wäre man selbst in Ägypten gewesen und man selbst wäre rausgekommen. Und zunächst habe ich das ziemlich witzig empfunden. Also das war für mich, ach Quatsch, ich war doch nie in Ägypten. Was soll das? Aber es hat so im Nachhinein, stelle ich fest, wirklich eine sehr
ja, wie würde man sagen, pädagogische oder didaktische Rolle sozusagen, dass man sich wirklich hineinleben kann, als wäre man, als würde man seine, ja, die Freiheit nicht haben, und dann passiert da irgendetwas, und es gibt auch diesen Sederabend, diesen Abend, wo man das feiert auf diese ganz bestimmte Art und Weise, und man kann sich wirklich hineinleben in dieses Gefühl von Freiheit. Es war zu damaligen Zeiten nicht so üblich, dass man sich schön anlehnen dürfte, also, und gemütlich essen konnte, und das ist etwas, was man zu Pesach macht, was jedem machen soll, zu Pesach sich so gemütlich auf ein Kissen hinlegen, anlehnen und gemütlich essen. Das ist ein Zeichen der Freiheit. Genau, weil man einfach so sich überlegt, okay, was gebe ich jetzt den Kindern weiter? Was ist das Wichtige? Es ist nicht nur Kinderzimmer aufräumen und Fernsehen so und so viele Stunden pro Woche gucken, sondern es ist irgendwie mehr als das. Und durch diese Feiertage kommt man zusammen zu Tisch und man trifft sich, man lacht, man singt zusammen, und das ist einfach das, was es ausmacht. Und davor war es natürlich nicht wichtig zur Studienzeit, und jetzt wird es aber. Und da macht man sich schon Gedanken. Danke, ja, sehr schnell. Marzipanknödel werden in der Suppe mit der Suppe gegessen, die traditionelle Hühnersuppe mit Marzipanklößchen. Soll ich jetzt schon mal vorbereiten, was alles auf den Pesachteller kommt? So, machen wir ein Stück Karosse hier drauf. Lecker. Also auf dem Pesachteller gibt es tatsächlich mehrere Gerichte oder mehrere Teile, die uns an Verschiedenes erinnern sollen aus dieser Geschichte. Zum Beispiel Charoset, das ist so ein Gemisch aus gemahlenen Nüssen und Äpfeln. Datteln, Orangensaft, Orangenschale. Zucker. Brauner Zucker, ne? Und was noch? Walnüsse, genau. Das war's. Okay, das ist es. Also das ist eine Süßigkeit, die hat auch eine symbolische Bedeutung. Von der Konsistenz und von der Farbe her soll das an den Lehm erinnern, aus dem wir bzw. unsere Vorfahren im alten Ägypten die Ziegelsteine bauen mussten für den Pharao. Mhm. Und noch die Pyramiden. Und die Pyramiden auch noch? Mhm. So. Ja. So. Das ist jetzt ein. Anna, jetzt brauche ich nochmal deine Sprachkünste. Wie heißt Petersilie auf Hebräisch? Taseret? Chazeret. Das ist ein Het? Ja. Chazeret? Kann das sein? Okay. So. Hier steht's. Zroa ist das. So. Zroa, das ist Hühnerschenkel. Beza ist Ei. Karpas ist Petersilie. Charoset ist das, was wir eben haben. Maror ist Meerrettich. Und Chazeret. Sellerie. Oder auch Radieschen kommen da drauf. Haben wir? Radieschen haben wir nicht. Haben wir Sellerie? Steht sogar da. Karpas, Grünzeug heißt es zum Beispiel hier. Schon wieder was gelernt. Sehen Sie, wir wissen auch nicht unbedingt alles. Das ist der Sinn des Pesachs. Man soll es lernen. Genau. Es ist auch ein Brauch am Pesachabend, dass man viele Fragen stellt, um möglichst viel davon zu erfahren.